Freunde, mein Greenscreen-Wettbewerb 2.0 läuft aktuell noch. Am 31. Januar ist Einsendeschluss, bis dahin könnt ihr noch teilnehmen. Wir hatten neulich reagiert darauf, dass Leo mich ins MCU eingefügt hat und einfach einen Kindheitstraum von mir erfüllt hat und ich bin einfach der glücklichste Mensch der Welt. Ui. Was? Und jetzt sehe ich hier Dr. Matti 31 rekrutiert Matti Osborn, grüner Kobold. Lass uns da auf jeden Fall rein. Und zwar wurde das Ganze hochgeladen vom Channel Star Wars History. Geschnitten mit dem Kinemaster. Auf kostenloser Basis, damit man noch so richtig schön das Wasserzeichen sieht. Let's go. Wenn ihr mich wählt, dann wisst ihr, all das wird... Hast du mein Material, statt die Datei runterzuladen, mit einer Bildschirmaufnahme mit deinem Handy abgefilmt? Und deswegen hört man das Mikrofon? Wenn ihr mich wählt, dann wisst ihr. All das wird sich erfüllen. Oh, ich hätte es so hart gefühlt, wenn die Spiegelung auch noch ich gewesen wäre, ne? Digga, das hätte ich aber zu 300% gefühlt. Jeden Wunsch werde ich euch von den Lippen ablesen. Wählt mich. Aber schön getrackt. Und jetzt ein Fragen. Wollen wir diese Gabel in meine Augen stecken? Warum? Ich lese einfach den Chat. Konversation mit Matti 31 führen. Hä? Oh, ja, ja. Ja, okay. Gott, wie dumm. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja. Ich bin aktuell sehr verwirrt. Dr. Strange kommt und bittet Norman Osborn um Hilfe. Verstehe ich das richtig? Das Intro, das hat mich dann wieder gecatcht. So ultra episch einfach. Okay, einfach weggeschnitten. Ja, ich glaube, das war's, Freunde. Guck mal, den Part wiederum finde ich richtig gut. Die ersten 1 Minute und 55 Sekunden, die haben mich sehr verwirrt. Da muss ich sagen, die haben mich nicht so abgeholt. Aber dann kam der Part hier und der hat alles da wieder rausgerissen. Hui! Was war? Hui! Hui! Das war's. Ja. Okay. War doch ganz nett. Er hat's geschafft, dass ich die ganze Zeit lächeln musste. Es war jetzt vielleicht kein Meisterwerk, aber ich musste die ganze Zeit, saß hier die ganze Zeit mit meiner Grinsebacke. Matti, but it's Fortnite von Minecraft Lo-Fi Music. Nein, sag nicht, ich bin jetzt ein Fortnite-Skin. Aschipuppuck auch mit 2000 V-Bucks. Hi. Also, die Idee ist so gut, Digga. Meine Prediction, wenn ich ein Emote mache, der Clip, wo ich twerke und sage, hä, wie twerkt man so, oder? Safe. Support, warte. Support the Creator Code. Skyrim. Das ist das lustigste Detail an dem ganzen Video. Und ich habe erst 5 Sekunden geguckt von einem 3-Minuten Video. Hi. So, wo ist er denn, der Skin? Da ist er. Oh, schön reingetrackt. Aschipuppuck. Why did you buy this skin? Auswählen. Oh, die Schuhe fühle ich auch. Liebe Freunde. Also ich finde, allem voran sollten wir erstmal tanzen, oder? Oh, bitte sag, dass der auch so diese Emote-Auswahl-Animationen mit drin hat. Ah, schade. Okay.
Ach, da war eine Beschreibung im Shop. Danke für den Hinweis. Lieber Chat, you should not buy this outfit. So, play. Okay, rein da. Ich muss raus. Yo, was? Wie cool. Hä? Was ist denn das? mit der Holy-Dose hier. Die Holy-Dose. Das braucht man immer. Hä, wie stark. Das ist saugut gemacht. Ich leuchte auf und dann, weil ich hier nicht das Passende gesagt habe, einfach den Kopf drauf editiert. Hä? Das braucht man immer. Das macht ihr alle in meinem Haus. Wer ist, wenn du das behalten? Einfach die Spaß 12. Das war die beste Pump damals. Hä? Oh no. Das habe ich gesehen. Ich sehe dich. Hä, sau stark. Hä? Ich kann nicht mehr. Klar, nachdem man jetzt Leos Zusammenschnitt gesehen hatte, wo ich im MCU bin, ja, da ist jetzt technisch sehr schwierig, auf das Level zu kommen. Aber Comedy-technisch, aber auch hier von Guglielmo, die Matti-Party, war auch auf jeden Fall ganz oben bei mir in meinem persönlichen Ranking. Aber vom Comedy-Faktor her, finde ich, ist das vielleicht sogar das Lustigste. Also ich glaube, das ist das, was mich bisher am meisten zum Lachen gebracht hat. Finde ich aber auch gut, dass er auch da nicht den richtigen Song drunter gelegt hat, sondern wie ich das singe. Er ist direkt hinter mir, oder? Verdammt. 203er Headshot. War halt 3 Tage nonstop Schnitt. Glaub ich dir, Alter. Glaub ich dir, Vertrauensschüler. Directed by Vertrauensschüler. Hä, wie stark. Edited by Vertrauensschüler. Aschi Pupuk wurde gespielt von Matthias Berger. Ist das der Song von der Zahnseide? Ja, ne? Zack, sitzen, ohne dass alles kaputt geht. Da ist bestimmt auch die Plastikhalterung der Rolle gebrochen. Ist mir auch passiert. Jones, wir wurden einfach betrogen. Du hast den auch über meinen Link gekauft, den Stuhl, ne? Ich habe bis heute keinen Cent Provision gesehen von denen. Wobei ich ja alleine bei dir schon weiß, du hast den gekauft über den Link. Alleine bei dir weiß ich es ja schon. Leute, ich wurde abgezockt von Nitro Systems. Nitro Concept. Ich hab den Namen falsch gesagt. Was heißt auch Genshin Impact? Ich wurde von Nitro Concept abgezockt. Ich krieg keine Provision von denen ausgezahlt. Auf der Plattform steht, ich hätte 0 Sales bekommen. Und der Stuhl fällt auseinander. Ich weiß doch genau, dass ihr zu neugierig seid, um... Ist ein Rickroll. ...nicht zu scannen. Ah. Anzahlung für einen neuen Stuhl. Ja, bist du deppert! Ja, bist du deppert! Hoshi, 1000 Küsse... Nein, 100! Nicht 1000, 100! 100 Küsse gehen raus! Auf deine Nüsse. Danke, danke, danke schön. Why are you gay? Ey, na, du sagst mir, Code ist falsch. Mach doch! Ja. Ah ja. Na gut, dann gucken wir mal. Ein YouTube-Link. Oh, Secret-Video. Das ist das Making-of. Oh, also falls euch das interessiert, den Code scannen, dann kommt ihr zum Making-of-Video und wisst, wie er das gemacht hat. Ja, fettes Video, Alter. Ganz, 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 ganz fettes Kompliment. War ein ultra starkes Video und für mich auf jeden Fall auch einer der Favoriten. Das war ein verdammt starkes Video. Der Monster hat noch eins gemacht. Hab einen Trailer geschnitten. Okay. 38 Sekunden Teaser-Trailer. Da gucken wir mal rein. Warte mal, Monster hat doch beim ersten Greenscreen-Wettbewerb was mit mir und dem Hund gemacht, oder? Das ist eine Fortsetzung. Das klingelt gerade bei mir. Das kommt mir bekannt vor. Jupp, sagt ihr. Ja, das war ich. Ist ja witzig. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch schon mal mit diesem Hund interagiert in einem Video.
muss ja diesen Monat kommen, weil nächsten Monat ist vorbei. Genau, hier, da war Teil 1. Dann ist das eine Fortsetzung dazu. Okay, stark. Und hierauf bin ich verdammt gespannt. Alex an der PS4 hatte bei meinem letzten Greenscreen-Wettbewerb eindeutig gewonnen. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall sein Video und auch meine Reaction darauf. Das findet ihr, wenn ihr eingebt, Matti Greenscreen-Wettbewerb Star Wars. Der hatte mich nämlich in Star Wars Episode 3 eingefügt, nämlich den Kampf zwischen Anakin, Obi-Wan und Count Dooku. Da hatte er mich rein integriert und Digga, das sah so stark aus. Genau, das Video hier, der beste Greenscreen-Wettbewerb-Beitrag, Matti im Star Wars-Universum, korrekt? Digga, das war richtig, richtig krass. Kurzer Vorgeschmack, also nochmal kleiner Recap, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen hattet, guckt ihn bitte auch nachher. Wo hast du denn den Clip her, wo sich mein Kopf dreht komplett? Ja, ihr seht hier so richtig, mein Kopf dreht sich und war richtig passend angeleuchtet und so. Color Grading war on point. Und jetzt Star Wars Episode 2, der Aufstieg Mattis. Jetzt schon Daumen nach oben, weil kann ja nur gut werden. Rein da, Alex Film Limited. Alleine dafür schon. Props für den Production Effort. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Oh, jetzt bin ich gespannt. Digga, wie macht man denn so ein Intro eigentlich? Das ist ja auch genau die Schriftart. Es ist, na gut, ich kann es mir eigentlich denken, wie man es macht. Ich glaube, ich würde es auch hinkriegen. Aber krass. Ein Klon von Senator Berger wurde bereits entlarvt und vernichtet. Das war dann der erste Teil sozusagen. Unterdessen rückt der Tag der wichtigen Abstimmung im Senat immer näher und die Suche nach Senator Berger bleibt weiterhin ergebnislos. Die Lage ist angespannt und die Anwesenheit vom Senator ist dringend erforderlich, um den Frieden zu gewährleisten. Digga, ich habe einfach Gänsehaut. Ich bin einfach in Star Wars. Ihr habt mich schon ins MCU gepackt und jetzt packt ihr mich auch wieder in Star Wars. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber es ist wirklich ein Kindheitstraum für mich, ne? Klingt jetzt ganz doof, weil das alles self-made von meiner Community ist, ne? Aber ein Stück weit ist es so, als wäre ich in Star Wars und das macht mich verdammt happy. Für Obi-Wan geht die Suche nach Matti weiter. Er geht einem Hinweis nach, demzufolge Matti auf Kamino gesichtet wurde. Obi-Wan begibt sich auf den Weg zu dem besagten Planeten und dort angekommen macht er eine erschreckende Entdeckung. Währenddessen hat der echte Matti sich auf der Flucht vor seinen Klonen, die den Auftrag haben, ihn zu töten und anschließend zu ersetzen, auf Dagobah versteckt. Digga, dann ergibt das ja voll Sinn, dass das alles Mattis sind mit den ganzen Klonen, versteht ihr? Das ist gerade die Rechtfertigung dafür. Das ergibt voll Sinn, Digga! Dort trifft er auf einen seltsamen Gefährten, der feststellt, dass Matti ganz besondere Fähigkeiten hat. Und ihn in einem harten Training lehrt, wie er diese einsetzen kann, um sich gegen die Klone zur Wehr zu setzen. Okay, Story ist verstanden. Rein da jetzt. Ich bin da ja jetzt schon rein editiert. Oh, wie cool mit dem Motion Blur und so. Oh mein Gott, ich bin Luke Skywalker! Wer hat das denn gerade gemacht? Digga, dieser Motion Blur ist einfach on point, Digga. Wie hast du das denn gemacht, dass mein Kopf sich dreidimensional mitbewegt? Ah, lauf! Puh, ich bin außer Puste, ey. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Das war einfach auch ein Outtake. Ich habe mit dem Chat geredet. Mann, es sind immer die am besten funktionierenden Sätze. Viel gelernt, du hast. Denkst du, du bist bereit für das, was auf dich zukommt? Ja. Dann mach dich auf den Weg. Die gesamte Galaxis auf deine Hilfe angewiesen sein wird. Jedi Ritter. Nice. Schöne Synchro. Es kommt noch ein Making-of. Ich bin gespannt. Wer hat das denn alles in Auftrag gegeben? Warte, krieg ich den genauen Wortlaut hin? 100.000 Units and 2 million more. Ich krieg den genauen Wortlaut nicht hin. Chat! Wir dachten, der Auftrag käme von Senator Berger persönlich. Wir nahmen an, dass kein anderer so eine immense Summe für solch ein Projekt aufwendet. Digga, das wäre so heftig, wenn das alles meine Köpfe drauf editiert werden, ne? 200.000 Units are ready with a million more well on the way. Dankeschön, MoFibs! Darauf habe ich doch gewartet! Kuss geht raus, Digga. Außerdem verfügten sie über umfangreiche genetische Daten über den Senator. Produktion ist immer noch nicht abgeschlossen. Sie sollten immer noch weitere Einheiten zur Verfügung stellen. Okay, da hat er den Gag aber eingebaut, den ich gerade mir gewünscht hatte.
die ganzen Aschipupuks. Wait a minute, woher ist das? Das ist aus einem Musikvideo. Erstes Video auf dem Hauptkanal. Hauptkanal? Das Cringe-Kartentrick-Tutorial? Na gut, ist ja auch egal. Ich feiere es übrigens, dass im Hintergrund so original der Star Wars-Soundtrack läuft. Das finde ich cool. Sollten immer noch weitere Einheiten zur Verfügung stellen. Zuletzt erhielten wir die Nachricht, dass sie... Oh no! ...sämtliche Klone aufbruchbereit machen sollten. Das ist zutiefst beunruhigend. Ich möchte, dass dieser Befehl auf der Stelle widerrufen wird. Dafür ist es bedauerlicherweise zu spät. Die Klone sind so programmiert, dass nur der Auftraggeber diesen Befehl abbrechen kann. Oh mein Gott, er hat's wirklich gemacht. Oh mein Gott. Hast du gerade die genaue Zahl im Kopf, wie viele Mattis das sind? Das ist noch vom alten Greenscreen-Wettbewerb, oder? Das Material, das du da benutzt hast, weil das ist ohne Cappy. Ja, okay. Ich bedauere zutiefst, dass es so weit kommt. Digga, du hast die alle einzeln getrackt. Die bewegen sich ja auch. Und die Kamera bewegt sich. Hä? Ich bedauere zutiefst, dass es so weit kommen konnte. Aber ich kann ihnen hier leider auch nicht weiterhelfen. Ich möchte mir jetzt... Habt ihr das gesehen? Wisst ihr, wie viel Arbeit das war? ...auf der Stelle selber ein Bild über das Ausmaß verschaffen. Selbstverständlich. Folgen Sie mir. Die Szene 50 Stunden, nur für die Kamino-Szenen. Du hast 50 Stunden gesessen daran. Was zur Hölle, Digga? Ey, mein Herz. Ich kann nicht mehr. Digga. Aber ich hab Gänsehaut mit der Musik, Digga. Herzrasen. Einfach Herzrasen. Benutze die Macht. Ja. Wieso hole ich es mir mit der Macht? Ja. Ah ja, ich hab's sogar gesagt. Es gibt da keinen Klon in dem Frame, der nicht deinen Kopf auf hat. Crazy, Alter. Wirklich? Ich hol den X-Wing aus dem Wasser. Steht er da? Ich feiere es aber auch, dass du die Handlung von Episode 2 und Episode 5 einfach parallel laufen lässt. Erstmal ein Holy an der Stelle. Der Alexander denkt sich, weißt du was? Wenn der Matti darauf reagiert, dann kann er da doch direkt wieder die Werbung einbauen. Strawberry Shark, der ist auch gerade nicht ausverkauft oder so. Lass doch 5 Sekunden laufen. Okay, mach ich. Ja, das war gut. Code Matti 5 für 5 Euro Erstkundenrabatt. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, absolut korrekt. Da nämlich, der 5 Euro Erstkundenrabatt. Guck mal, da ist sogar der Strawberry Shark auf dem Bild drauf. Mensch, nochmal, das ist ja... Guck mal hier. Zack, Deckel drauf. Und dann shake haben wir den Hasen. Küsschen aufs... Prost. Hat die 5 für 5 Euro Erstkundenrabatt. Ihr wisst Bescheid. Zum Pole. Okay, jetzt habe ich alles gesehen. Yoda trinkt einfach Holy. Viel gelernt du hast. Auf deine Kräfte und Fähigkeiten. Ich vertraue. Kuss, Digga. Danke für deinen Support. Ich lerne einfach bei... Verdammt nochmal, Meister Yoda auf Dagobah und sag so, Kuss, Digga. Kuss, Digga. Kuss, Digga. Alter. Das war legendär. Ich mach das jetzt mal hier ohne Ton wegen Copyright-Musik. Aber Junge, das war ja mal viel zu heftig. Oh, Main-Character, Upred.
Junge, das war absolut heftig. Also auch an dich, lieber Alexander. Weiterhin im weiteren Verlaufe. We will watch your career with great interest. Bruder, das war ein Meisterwerk. Wirklich. Danke, 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 danke schön für diesen unglaublich genialen Beitrag. Ich sehe da auch für dich sehr gute Chancen auf eine sehr hohe Punktzahl. Muss man noch überlegen, wie ich das dann nachher mache bei der Preisverleihung. Ich möchte ja, dass ihr abstimmt, wer der Gewinner sein soll. Ich will nicht, dass ich das bestimme, sondern ihr. Ich bin so am Überlegen, ob ich das mache, statt dass ihr einfach euch auf einen festlegen müsst bei einer Abstimmung, würde ich das tatsächlich so machen, dass ihr jedem von 1 bis 10 irgendwie Punkte geben könnt oder so. Dann ich suche nach irgendeiner Plattform, wo man sowas machen kann, dass ihr dann auf einer Skala von 1 bis 10 jedem Teilnehmer Punkte geben könnt und ich das auch kann, dass ich auch mit abstimmen darf und dann ist einfach der Gewinner derjenige mit der höchsten Punktzahl am Ende. Ich glaube, am fairsten wäre es echt, wenn es Geldpreise gäbe, oder? Ich glaube, so mache ich das. Platz 1 300 Euro, Platz 2 100, Platz 3 50, irgendwie so. Okay, ihr dachtet eher so 100 Euro. Oh. Ja, genau, 100. Verdammt, ich habe zu hoch angesetzt. Typischer Verhandlungsfehler. 101. Alleine der Alexander saß hier 50 Stunden dran. Alle anderen genauso. So, die haben alle hier wirklich Stunden da reingesteckt, dass ich Content habe. So müsst ihr das sehen. Die haben super viel ihrer Zeit in meinen Content rein investiert. Ja, dann muss ich natürlich ja auch irgendwo Dankeschön dafür sagen. Wisst ihr, was ich meine? Und falls ihr die letzte Episode von Matti reagiert auf Greenscreen-Wettbewerb 2.0 Beiträge, die bis zum 31. Januar 2023 eingesendet werden können, verpasst haben solltet, dann klickt einfach da. Das funktioniert jetzt nicht im Stream, aber das funktioniert nachher für die, die das hier auf dem Matti-Kanal sehen. Da einfach... Da hat jemand Hype-Emotes in den Chat geschrieben und die flogen da und ich dachte, da wäre was neben mir.